In Kürze will Gesundheitsminister Rudolf Anschober rund um Mythen und Falschmeldungen zum Coronavirus aufklären. Davor widmen wir uns noch der Corona-Impfung. Der Impfstoff von AstraZeneca hat es nicht leicht. Die Liste der EU-Länder, die das Impfen mit dem britischen Impfstoff aussetzen, wird immer länger. In Österreich soll der Impfstoff vorerst weiter verimpft werden. Das hat das nationale Impfgremium gestern beschlossen. Der Nutzen sei höher als das Risiko, so die Begründung. Zypern, Luxemburg, Schweden oder Spanien, Portugal und Irland. Mehr als ein Dutzend Länder nehmen die Berichte über schwere Blutgerinnsel nach einer AstraZeneca-Impfung zum Anlass, um den Einsatz des Corona-Vakzins auszusetzen. Manche Länder setzen den Impfstoff ganz aus, andere nur einzelne Chargen. Österreich will AstraZeneca weiter verimpfen und pocht auf eine gesamteuropäische Lösung. Denn etwaige Nebenwirkungen in den europäischen Ländern seien noch nicht komplett dokumentiert. Und daher nicht vergleichbar, wie die Leiterin der Impfabteilung im Gesundheitsministerium, Maria Paulke-Korinek, gestern im ZIB2-Interview betont. Die Aufgabe des nationalen Impfgremiums ist es, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, also Entscheidungen basierend auf klaren Daten und Fakten. Und diese Daten und Fakten liegen zum momentanen Zeitpunkt nicht ausreichend vor, sodass das nationale Impfgremium zu der Entscheidung gekommen ist, dass wir auf jeden Fall noch bis morgen. Morgen werden weitere Daten der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur, erwartet. Und am Donnerstag wird auch ein Statement von der Europäischen Arzneimittelagentur erwartet, dass wir bis dahin jedenfalls abwarten möchten, um hier eine finale Entscheidung zu treffen. Österreich setzt bei der Corona-Impfung vor allem auf den Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Von AstraZeneca wird nur halb so viel Impfstoff verabreicht. Und das soll auch so weitergehen. Was wir jedenfalls wissen, ist, dass der Impfstoff laut derzeitigem Standpunkt und laut derzeitigem Wissensstand jedenfalls ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis hat und dass das Impfprogramm in Österreich wie geplant momentan weiterlaufen kann. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA tagt am Donnerstag. Sie hält einen Einsatz von AstraZeneca weiter für sinnvoll. Unsere bisherige Datenerhebung zeigt bisher nicht, dass das Risiko den Nutzen überwiegt. Wir schätzen die Risiko-Nutzen-Abwägung positiv ein und sehen kein Problem, die Impfkampagne mit diesem Impfstoff fortzuführen. Auch der Weltärztepräsident Frank Montgomery kritisiert den vorläufigen Stopp der AstraZeneca-Impfungen. Dass Menschen Thrombosen und Lungenembolien bekommen, müsse nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun haben.